Jumpscare. Toll. Oh, scheiße. Ein Besen. Was haben wir hier? Eine Truhe. Ah, ja. Klar. Habe ich auch erwartet. Mit den Streichhölzern. Ja, ich weiß. Kann ich auch nach draußen leuchten, richtig? Ja, guck mal, der Baum, oder? Der Baum wird auch hell. Seil. Ein Schrank. Alter, ich bin so auf meinen Puls, ne? Obwohl, der geht noch. Aber hier, guck mal, jetzt sitzt er doch auf dem Stuhl, oder? Ich warte doch nur drauf. Der Stuhl steht da nicht umsonst. Wozu ist der Kasten? Die Tür ist ver... Okay, da wird der Schlüssel für die Tür im Flur rechts sein. Ich wette mit dir, wenn ich jetzt hier in den Raum gehe, ist die Puppe weg. Nein, sie ist noch da. Und du bleibst da. Warum finden wir nicht irgendwie Leim oder so? Und kleben die einfach fest. Hallo? Ist hier die Lampe ausgegangen? Ich habe die mal nachgefüllt kurz. Boah, ich will nicht. Ich will nicht, ich will einfach gar nicht mehr. Boah, diese Türen. Was ist das für ein Bild? Das sieht so aus wie so ein... Also ist klar, es ist ein Bild von einem Raum, aber das hat irgendwie was wie so eine Überwachungskamera oder wie so ein Bild von einer Überwachungskamera, dass man in den Raum von hier reingucken kann. Da ist die Only-If-Couch. Irgendwie ist das so eine Standard-Couch, kann das sein? Oder ich bin gestört von Only-If. Ich wette, dieses Bild hat noch Bedeutung. Es ist, da waren wir schon, ne? Ja, da waren wir schon. Wir haben diesen komischen Kasten gefunden, wo ich nicht weiß, warum. Du hast bereits 10 Streichhölzer, okay. Boah. Ich fühle mich etwas unwohl. Weiß aber nicht, woran das liegt. Das ist nämlich normal. Ne? Doch logisch. Okay, in dem Raum haben wir jetzt einfach gar nichts gefunden, oder? Hier, der Raum ist es. Das ist der Raum, den wir dort im Bild sehen. Und wenn wir rausfinden wollen, ob dieses Bild den Raum nur einmal abfotografiert hat oder ob... Warte mal. Wenn ich jetzt hier das Licht angemacht habe und drücke E oder linke Maustaste, um den Gegenstand hier abzustellen. Warum? Was bringt mir das? Wahrscheinlich sollen wir jetzt kontrollieren gehen. In den anderen Raum. Und sehen, dass dann auf dem Bild auf einmal auch plötzlich das Licht an ist. Ja. Es ist genau so. Nein, ist es nicht. Es ist nicht der Raum. Aber die Kiste steht jetzt da. Da ist nämlich auch gar keine Lampe an der Wand. Boah. Doch alles cool. Ist doch nichts Schlimmes hier. Ist doch alles...
Diese scheiß Puppe. Ich will da nicht mehr rein. Und ich weiß nicht, was wir jetzt... Wir haben jetzt nicht viel erreicht, muss ich mal so sagen. Wir haben jetzt diesen Gegenstand da abgestellt. Was der bringen soll, weiß ich nicht. Ich gehe mal nochmal kurz gucken. Vielleicht können wir ja nochmal mitnehmen. Aber warum müssen wir denn hier abstellen? Das Bild zeigt, glaube ich, diesen Raum, weil da ist der Sessel. Aber es zeigt Seitenverkehr. Warte mal, hier ist noch... Ah, wir müssen es austauschen. Genau, ich habe mich gerade gesehen, dass dieser Gegenstand stand hier. Der stand links. Das Einzige, was auf dem Bild noch anders war da drüben... War, dass dort keine Lichter an oder keine Bilder dran war, können wir die Bilder auch abnehmen vielleicht? Oder das Licht einfach ausmachen. Ist es im Spiel? Ich weiß gerade nicht, ob das bei uns hier in der Wohnung wurde. Habt ihr das auch gehört, dass das Telefon geklingelt hat? Hat das Telefon geklingelt? Oder war das bei uns hier unten? Weil dann müsste es doch jetzt nochmal klingeln, oder? Jetzt steht es so wie auf dem Bild. Aber man sieht da an dem Bild, da die Bilder hängen, aber die Lampe fehlt. War das jetzt hier im Spiel? Ich bin gerade verwirrt. Es könnte natürlich auch sein, dass meine Mutter unten irgendein Ei gekocht hat oder so. Weil wenn das jetzt hier drin, dann würde es doch nochmal klingeln, oder? Scheiß Puppe, fick dich. Ich warte nur drauf, dass die mich immer anschreit. Hier. War das das Telefon? Nö. Gut. Ich weiß gerade nicht wirklich, was ich machen soll. Hier ging das Licht nicht an. Die Öllampe anschalten? Nee, ne? Ja, wir haben ja Streichhölzer. Die Enten sind auch toll da unten. Vielleicht muss ich noch das Licht ausmachen in dem Raum. Vielleicht ist es... Ich meine, es ist ja ein Rätsel, das wir es wieder gerade lösen sollen. Draufdrücken? Das sieht so aus, als würde man da draufdrücken können. Vielleicht muss ich das Licht ausmachen, weil auf dem Bild im Raum auch kein Licht war. Ich mach's mal schnell noch aus, warte. So. Immer noch nicht richtig. Können wir noch mehr austauschen? Das haben wir jetzt gemacht, das haben wir gemacht, das haben wir gemacht. Die Lampen können wir nicht abnehmen. Der Sessel ist weg. Der Sessel ist weg. Willst du mich verarschen? Hier stand eindeutig der Sessel. Der Sessel ist es nicht. Oh Gott. Hilfe, lass es, bitte, lass es. Der Sessel fehlt. Der war doch aber da. Ich habe doch gesagt, das sieht genauso aus mit dem Sessel und so. Der stand doch da, oder bin ich jetzt völlig durchgeknallt und paranoid? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Sessel vorhin da stand.
Sonst können wir den vielleicht verrücken hier. Hä? Hier stand doch vorne der Sessel, Mann. Spiel mobbt mich. Ich verstehe es nicht. Oh, frisches Obst. Weißt du, alles total alt, aber frisches Obst. So ein Kunstobst, so ein billiges, weißt du? Was du auch beim Dönerladen immer so drauf auf der Theke liegen hast. Die haben auch immer so eine Paprika liegen. So eine Plastikpaprika. Ich sollte keine Witze machen. Was machen wir jetzt? Sessel fehlt, weil wenn man hier so guckst, ne? Man steht hier so, das Bild wurde so ungefähr aufgenommen. Und der Sessel, der hier steht, steht falsch rum. Der müsste mit der mit der Rückenlehne dahin zeigen, an die Wand. Dann würde es aussehen wie auf dem Bild drüben. Mehrere Dinge können wir hier nicht austauschen, ne? Man kann nur die beiden und die haben wir ja schon richtig hingestellt. Ja, vielleicht die Vase noch? Nein. Nun, das ist ein kniffliges Rätsel. Hier, da steht der Sessel mit dem Rücken zur... Und da ist auch Tag übrigens, das ist viel schöner. Aber die Lampen fehlen, wir können nicht mehr machen, als die Lampen auszuschalten. Ja, was machen wir jetzt? Ist ja doof jetzt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben die Vase mit dem Kästchen ausgetauscht. Vielleicht können wir die Bilder noch austauschen, aber ich glaube nicht, denn das hängt da. Da steht noch eine Vase. Auf das Schränkchen muss noch eine Vase. Diese Vase, die da auf dem Schränkchen steht, steht bei uns jetzt dort. Wo die mit dem Henkel steht. Ich gehe mal rüber. Können wir hier eine mitnehmen? Wir brauchen noch eine andere Vase, so eine Henkelvase. Die steht vielleicht noch drüben irgendwo in irgendeiner der Räume. Auf jeden Fall muss ich auf jeden Fall diese Vase ohne Henkel, die muss auf das kleine, hier auf den kleinen Beistelldingens. Also, die hier muss hier hin. Jetzt steht der Stuhl wieder so, du willst mich doch verarschen. Und jetzt fehlt hier nur noch die Vase mit dem Henkel. Die finden wir wahrscheinlich irgendwo drüben. In einem der Räume mit dem jungen Mann da. Hallo? Hier nicht? Hier auch nicht? Ah, hier. Habt ihr das auch gehört? Er sitzt noch da. Oh Gott. Das kann einfach nicht gut gehen. Höre ich auf jedes Geräusch. Der Stuhl steht wieder falsch. Irgendjemand hat hier Spaß dran, die Stühle zu verrücken. Wahrscheinlich die da. Ich weiß es genau. Ich habe zur Tür geguckt, aber wir haben irgendwas ausgelöst. Wir können nämlich hier nichts mehr machen. Scheiße. Nein. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Lass mich. Mein
Herz sagt mir irgendwie, Junge, hier läuft jetzt was faul. Ich gehe nochmal ganz kurz. Okay, ich dachte vielleicht, wenn wir den Raum nochmal reingehen, steht der Stuhl immer anders, dass es immer so abwechselt. Hatte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass irgendwas hinter uns steht. Okay, oh, ich kann nicht mehr. Und ich rechne jetzt auch damit, dass der junge Mann da nicht mehr sitzt, wo er gerade eben saß. Weil wir gerade das Rätsel erfolgreich gelöst haben. Das heißt, für das Spiel, wir müssen dir nochmal so richtig jetzt eins ins Gesicht geben. Doch, er sitzt noch da. Gleich nicht mehr. Es ist eigentlich viel gruseliger, wenn er da die ganze Zeit sitzen bleibt, als wenn er... Ja. Ab in den nächsten Abteil. Ich glaube, das mache ich... Ich mache dann mal eine Aufnahmepause, denn das ist jetzt schon wieder eine Stunde, die ich spiele. Ich glaube, ich werde viel Spaß haben beim nächsten Mal. Jemand verrückt irgendwelche Sitzmöbel. Draußen ist es jetzt komplett dunkel. Und ich glaube, das überlasse ich mal meinem zukünftigen Ich. Und ich werde sehr viel Spaß haben. Der Spielstand wurde ja gespeichert, ne? Stand da, hoffe ich. Und wir machen mit diesem Abteil in der nächsten Folge wieder. Ja, ich denke, das schneide ich so. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme bzw. nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es gruselt euch auch so wie mich. Und die Geräusche verheißen nichts Gutes. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao. Finger. Vielen Dank fürs Zugucken.